Also ich habe mehrere Stellen angekreuzelt. Und dadurch, dass die Thematik Gleichstellung einen zentralen Stellenwert einnimmt, finde ich, ich lese jetzt noch eine Passage vor über die Gleichstellung, die nämlich noch ganz speziell ist. Dass die Gleichstellung der Geschlechter ganz unterschiedliche Facetten haben kann, stellte Anita Fetz in einem Gespräch mit einer Professorin fest. Sie war nicht verheiratet und wurde deshalb von allen Fräulein Professor W. genannt. Von fast allen. Anita Fetz sprach damals grundsätzlich keine Frau mit Fräulein an. Ein unverheirateter Herr ist schließlich auch kein Herrlein. Als sie einmal eine Stickerkampagne mit der Anschrift »Das Fräulein ist tot, es lebe die Frau« lancierte, wurde sie von der erwähnten Professorin zu sich zitiert. Diese beharrte auf der Ansprache Fräulein, denn in ihrer Generation sei eine Frau Professor bloß die Frau des Professors. Sie aber habe selber eine Habilitation verfasst. Anita akzeptierte die Begründung. Von da an nannte sie die Professorin mit der von ihr bevorzugten Anrede und die Professorin sprach sie mit Frau Fetz an.